Willkommen Leute zu einem weiteren Video mit einer weiteren verbotenen Karte und zwar dieses Mal mit der Konterfalle Feierliches Urteil. Der Effekt, wenn ein Monster beschworen würde oder eine Zauber- oder Fallenkarte aktiviert wird, zahle die Hälfte deiner Life Points, annulliere die Beschwörung oder Aktivierung, falls du dies tust, zerstöre diese Karte. So, warum ist diese Karte broken? Es gibt zunächst mal drei andere Solemn-Karten, die ebenfalls sehr stark sind. Eine davon ist nur im OCG bisher verfügbar, nämlich Notice. Es gibt aber auch noch Warning und Scolding, beziehungsweise Ernste Warnung, Ernste Predigt und Ernste Kündigung. Und alle drei sind ebenfalls sehr, sehr mächtig. Limitiert ist bisher nur die Warnung, ganz einfach, weil halt die Notice noch nicht raus ist und die Ernste Predigt nicht OP ist. Aber wir gehen trotzdem mal die drei Karten durch, damit ich ein bisschen mehr auf die Overpoweredheit von Feierliches Urteil eingehen kann. Ernste Warnung hat den Effekt, wenn ein oder mehr Monster beschworen würden oder wenn eine Zauberkarte, eine Fallenkarte oder ein Monstereffekt aktiviert wird, die oder der einen Effekt enthält, der ein oder mehr Monster als Spezialbeschwörung beschwört, zahle 2000 Lifepoints, annulliere die Beschwörung, falls du dies tust, zerstöre die Karte. Damit kann man jegliche Art von Beschwörung verhindern. Scheißegal, wie ein Monster beschworen wird, mit Solemn Warning kannst du diese Beschwörung verhindern. Das ist ziemlich OP, deswegen ist die Karte auf 1 und da wird sich auch niemand drüber streiten, die Karte ist eine der besten Fallenkarten, die erlaubt sind. Die nächste Fallenkarte, die wir haben, ist Ernste Predigt. Falls dies die einzige gesetzte Karte in deiner Zauber- und Fallenkartenzone ist, wenn ein Monster beschworen würde oder eine Zauberkarte oder eine Fallenkarte oder ein Monstereffekt aktiviert wird, zahle 3000 Lifepoints, annulliere die Beschwörung oder Aktivierung, falls du das tust, zerstöre die Karte. Die Karte ist nicht broken, weil man halt einfach nur Ernste Predigt liegen haben darf. Und man zahlt 3000 Lifepoints für eine Annullierung und das ist sehr teuer. Und die Karte kommt immer dann tot, wenn man weniger als 3000 LP hat. Genauso wie Solemn Warning immer dann tot kommt, wenn man keine 2000 LP hat. Notice ist noch ein bisschen stärker als Warning und Predigt, wie ich finde. Der Effekt, wenn ein oder mehr Monster als Spezialbeschwörung beschworen würden oder ein Monster-Effekt aktiviert wird. Zahle 1500 Life Points, annulliere die Spezialbeschwörung oder den Effekt und falls du das tust, zerstöre die Karte. Sogar die Aktivierung des Effekts wird annulliert. Diese Karte ist mega unfair, weil damit kann man so gut wie alles annullieren, was irgendwie relevant ist im Spiel. Normalbeschwörungen nicht, aber ansonsten fast alles. So, warum ist das feierliche Urteil jetzt verboten? Was macht es noch unfairer als die anderen drei Karten? Ganz einfach, feierliches Urteil ist die einzige dieser vier Karten, die man immer aktivieren kann, egal wie viele Lifepoints man hat. Bei Solemn Warning musste man 2000 zahlen. Bei Solemn Scolding musste man 3000 zahlen. Und bei Solemn Notice musste man 1500 zahlen. Bei Solemn Judgment muss man nur die Hälfte zahlen, sprich wenn man 100 Lifepoints hat, kann man nur 50 bezahlen. Wenn man 8000 hat, muss man halt 4000 bezahlen. Man muss sich die Karte vielleicht ein bisschen aufheben, weil 4000 Lifepoints zu zahlen ist schon ein bisschen teuer. Trotzdem ist dieser Effekt mega broken. Und hinzu kommt noch, dass diese Karte hier absolut überhaupt gar keine Spezifizierung in ihrem Annullierungseffekt hat. Man kann damit alle Beschwörungen annullieren und alle Effekte annullieren. Und das ist dann doch ein bisschen heftig. Also, was dabei, glaube ich, nicht geht, ist ein Monstereffekt, oder? Moment, ich muss kurz nachlesen. Genau, das geht nicht. Ändert aber nichts daran, dass diese Karte sich auf fast alles bezieht, was die anderen drei Karten auch machen, bis auf Monstereffekte. Aber, wenn wir das mal ein bisschen überlegt betrachten, wenn man ein Monster beschwört, dann kann der Gegner immer noch überlegen, will ich jetzt feierliches Urteil aktivieren? Hat das Monster denn einen Effekt, den ich nicht haben möchte? Weil dann annulliere ich das Ganze. Und deswegen steht feierliches Urteil im Prinzip auch den Effekten im Wege. Und diese Karte ist einfach besser als die drei anderen. Und die drei anderen sind schon mega broken. Ich meine, Notice würde ich, wenn sie jetzt auf einmal im TCG da wäre, sofort auf eins setzen oder verbieten. Die Karte ist eine der besten Fallenkarten, die jemals erlaubt waren. Und Ernste Predigt ist nicht so toll, finde ich. Aber auch die Karte ist ein Übel. Kann man auch spielen. Macht vollkommen Sinn. Ja, aber Solemn Warning ist natürlich auch vollkommen zurecht auf 1. Und gerade weil Solemn Judgment besser ist als eine Karte, die auf 1 ist, muss man sie mindestens auf 1 setzen, wenn nicht verbieten. Und ich denke, verbieten ist da vollkommen zurecht so gemacht worden. Ein gutes Errata für diese Karte wäre es, dass man 4000 Lifepoints zahlen muss. Das wäre der einzig gute Errate, der mir einfallen würde. Denn einmal pro Duell oder so dahin zu schreiben, macht absolut überhaupt keinen Sinn, weil die Karte wird eh nie öfter erlaubt sein als einmal. Und die Karte muss verboten bleiben oder ein Errater mit 4000 Lifepoints zahlen bekommen. Und selbst dann wäre die Karte nicht absoluter Bullshit.
die Karte wird weiterhin interessant bleiben. Und ich finde die Karte sehr stark und ich kann gut verstehen, warum Leute denken, die könnte man vielleicht wieder erlauben, aber nee, kann man nicht. Es dürfen nicht so viele brutale Konterfallen erlaubt sein. Besonders wenn sie jetzt mittlerweile schon durch diverse Themen suchbar sind. Ich möchte jetzt mal hier keine Beispiele nennen. Ich denke, ihr wisst, wovon ich rede.